Schlaf ist geil. Im Schlaf erholt man sich nicht nur, sondern es geht auch ziemlich viel kranker Scheiß ab. Ihr wisst ja, dass es Träume gibt. Ich mache mal jetzt noch eine Übersicht mit bisschen Rumgekritzel, was es sonst noch so alles gibt und wie das in der Wissenschaft zu verorten ist. Träume beschäftigen uns schon immer, weil auch andere Tiere träumen. Insofern haben wir das auch schon immer gemacht. Und in den Religionen wurde es dann ja auch immer gedeutet, was hat Gott uns zu sagen oder was wollen wir für die Zukunft so erwarten. Das Krasse ist halt einfach, dass erst im 20. Jahrhundert diese Sichtweise sich geändert hat. Da haben wir dann den Zugang der Psychologie zu Träumen mit Sigmund Freuds Traumdeutung. Bei dem waren Träume noch immer nur Wunscherfüllung. Mittlerweile weiß man da gibt es noch ein paar andere Funktionen von Träumen. Aber gucken wir erstmal auf die Grundlagen, aufs Schlaflabor. Schlaflabor ist, wenn man Leute verkabelt, dann misst man deren Hirnströme, Augenbewegungen, Muskeln und EKG, also Herz, und kann daran feststellen, in welcher Schlafphase eine Person ist. Und Schlafphase heißt einfach nur, dass das Gehirn sich ganz unterschiedlich verhält, je nachdem, in welcher Phase es eben sich befindet. Da gehen überall Träume ab, aber die Träume sind auch unterschiedlich. Was gibt es für Phasen? Einschlafphase, leichter Schlaf, Tiefschlaf, das ist klar. Und dann gibt es noch den REM-Schlaf. Der REM-Schlaf ist besonders, weil da das Gehirn ziemlich aktiv ist. Augen bewegen sich schnell hin und her. Gleichzeitig ist der Körper voll gelähmt. Hier gehen die krassen Träume ab. Aus dem REM-Schlaf kennt man auch das Phänomen REM-Erektion. Das heißt, dort sind die Genitalien erregiert, nicht nur der Penis, sondern auch die Klitoris, die Schamlippen. Auch bekannt als Morgenlatte. Die Erektion hat aber erstmal nichts mit Erregung zu tun. Träume gehen aber auch in anderen Schlafphasen ab, nur sind die da teilweise ein bisschen abstrakter. Und jede Schlafphase hat ihre eigene Funktion. Am wichtigsten sind aber REM-Schlaf und Tiefschlaf, weil wenn man davon zu wenig hat, übrigens hast du davon zu wenig, wenn du weniger als 7 Stunden am Tag schläfst, dann schadet das dem Immunsystem und der Gedächtnisleistung. Trotz dieser Verkabelung kann man allerdings Träume nicht messen. Da braucht man dann immer noch den Traumbericht. Was macht man noch so Schönes mit dem Schlaflabor außer Forschung? Richtig, Medizin. Wir diagnostizieren also Schlafstörungen oder wir behandeln sie auch. Bekannteste dürfte der Albtraum sein, der führt dann auch zum Albdruck. Dieses unangenehme Gefühl auf der Brust nach diesem Scheißtraum. Früher dachte man, es sind dann irgendwelche Elfen oder Nachtmahre, die auf der Brust sitzen. Jetzt weiß man, okay, es liegt vielleicht eher an einem psychologischen Problem oder auch an einem körperlichen Problem, kann man behandeln. Dann gibt es noch Schlafwandeln, das findet im Tiefschlaf statt. Vor allem bei Kindern, weil das Gehirn dann noch so ein bisschen durcheinander ist. Dann gibt es die Schlafapnoe, zu wenig Sauerstoff im Blut, weil die Leute nicht richtig atmen können. Übrigens, wenn du schnarchst und chronisch müde bist, dann könnte es ein Anzeichen dafür sein, dass du Schlafapnoe hast. Lässt sich aber behandeln. Ist ansonsten sehr gefährlich, Sekundenschlaf beim Autofahren oder so ist nicht so toll. Schnarchen allein ist nicht so ein Problem, außer vielleicht für andere Leute, die können nämlich unter einer Insomnie leiden. Das heißt, die können nicht richtig einschlafen, nicht richtig durchschlafen. Das liegt zum Beispiel an Umweltfaktoren, an der schlechten Schlafhygiene, hat aber oft auch psychische Gründe, zum Beispiel Depressionen oder Versagensängste, oder das Gehirn kann einfach nicht abschalten. Fun Fact am Rande: Früher war es völlig normal, dass die Leute nachts aufgewacht sind. Da waren sie ein paar Stunden wach und sind dann erst wieder schlafen gegangen. Es gibt auch many more Schlafstörungen, ne? Reden im Schlaf, Zähne knirschen, plötzlicher Tod, Bett einnässen und so. Was ich aber noch interessant finde zu erwähnen, ist die Schlafparalyse. Warum ist das eine Schlafstörung? Wie gesagt, im REM-Schlaf ist der Körper immer gelähmt, das ist normal, aber man nimmt das normal nicht wahr. Wenn man das nicht kennt, dann wacht man auf, man kann sich nicht bewegen, dann hat irgendwelchen Lärm im Kopf und denkt vielleicht, man stirbt gerade. Da muss man Ruhe bewahren, das geht vorbei, der Körper geht wieder in einen anderen Modus. Andere Leute finden es sogar geil, weil von da aus kann man auch einen Klartraum starten, weil man ja quasi ziemlich nah am REM-Schlaf ist. Was ein Klartraum ist, erkläre ich gleich. Erstmal noch zum Übergang. Es gibt nicht nur die Schlafparalyse so zwischen Wach und Schlaf, sondern auch Hypnagogien. Das sind einfach halluzinierte Sinneseindrücke, meistens visuell, können auch auditiv sein oder Gefühl von Schweben oder Fallen. Und die sind am Anfang sehr unklar, dann werden die irgendwann stärker, dann wird es zum Beispiel auch von Mustern zu richtigen Bildern, zu richtigen Szenen und dann hat man einen Hypnagogentraum und dann ist man im Traum. Wenn man jetzt eine Schlafparalyse hat, Panik schiebt, kommen Hypnagogien auf. Kann es schon mal sein, dass man denkt, da wäre ein schwarzer Mann im Raum? Ist nicht so, ist eine Hypnagogie. Außer es ist halt wirklich ein schwarzer Mann im Raum. Ansonsten sind Hypnagogien aber ziemlich cool. Ich habe auch 2 Videos dazu gemacht, was man damit so alles machen kann.
dieses Fallgefühl, das dann auftritt, das kann dann auch darin resultieren, dass man einschläft und das wird im Traum weitergesponnen und man denkt, man würde den Körper verlassen. Diese Träume, wenn man den Körper verlässt, nennen sich außerkörperliche Erfahrungen. Es gibt zwar immer noch Leute, die glauben, dass man wirklich seinen Körper verlassen kann. Es konnte aber in wirklich jahrzehntelange Forschung nicht nachgewiesen werden, dass man da an ferne, unzugängliche Informationen herankommen könnte. Genauso verhält es sich mit Shared Dreams, also Träume, wo man denkt, man würde mit einer anderen Person im selben Traum stecken. Man kann halt einfach das gleiche träumen wie jemand anderes, aber auch da konnte keine Traumtelepathie nachgewiesen werden. Dann gibt es die Idee von präkognitiven Träumen. Man träumt was, später passiert was in der Wirklichkeit, das irgendwie so ähnlich ist wie im Traum. Denkt man, man hat die Zukunft vorhergesehen, ist nicht so, konnte auf jeden Fall nicht nachgewiesen werden in verschiedenen Studien. Und weil es dazu schon so viele Studien gibt, wird es jetzt auch nicht zu erwarten sein, dass das in Zukunft noch bewiesen wird. Ja, und ganz besonders cool das Konzept der Astralreisen. Da glauben dann also Leute, dass es irgendwelche Sphären und Wesen gibt, die nichts mit unserer Welt zu tun haben, aber man kann sich halt im Traum begegnen. Das Konzept ist ein bisschen blöd, weil man kann es weder widerlegen noch beweisen. Man glaubt halt einfach dran, weil man es cool findet. Oder weil sich halt alles so real anfühlt, dass man denkt, es kann doch kein Traum sein. Damit ignoriert man dann aber die Fähigkeiten des Gehirns und auch die Tatsache, dass es eben das Unbewusste gibt. Das wurde ja schon festgestellt. Und dass die Träume eben mit uns zu tun haben. Klingt jetzt ein bisschen wie ein Downer, oh, es gibt alles nicht, ist aber gar nicht so schlimm. Realistisch wirkende Träume gibt es ja trotzdem, Erkenntnisträume gibt es trotzdem, coole Traumfiguren gibt es, die so wirken, als hätten sie ein eigenes Bewusstsein, gibt es trotzdem. Und da braucht man gar keine Fernwahrnehmung, keine anderen Dimensionen, um das appreciaten zu können. Kommen wir zu Klarträumen. Also Träumen, wo man weiß, dass man gerade träumt. Da hat man früher auch nicht dran geglaubt. Früher war halt einfach die Vorstellung, Schlaf ist gleichbedeutend mit bewusstlos. Man kann ja nicht gleichzeitig bewusst und bewusstlos sein, es geht irgendwie nicht. Anders als bei Außersinnlichkeit haben hier die Experimente aber gezeigt, Klarträume gibt's und die finden auch wirklich im Schlaf statt. Das wurde dann mit diesen Augensignalen gemacht. Im REM-Schlaf bewegen die Augen sich schnell und die Augenbewegungen folgen teilweise in Bewegung im Traum. Das konnte man nutzen, konnte Signale vereinbaren und sagen, wenn du jetzt klar wirst, mach das Signal. Und so haben wir eine rudimentäre Traumkommunikation. So konnte also gezeigt werden, dass Klarträume im Schlaf stattfinden. Und das hat auch ziemlich unser Konzept von Schlaf und von Bewusstsein über den Haufen geworfen. Das Ganze ist nicht nur geil, weil Bewusstsein im Traum geil ist, sondern auch, weil man sich davon verspricht, Kontrolle zu erlangen. Kontrolle über den Traum, das nennt sich Kontrolltraum, muss nicht unbedingt einhergehen mit Bewusstsein über den Traum, ist aber oft schon verbunden miteinander. Durch diese Kontrolle und durch diese Augensignale kann man die Forschung auf ein ganz anderes Level stellen. Aus irgendeinem Grund haben sich die SportwissenschaftlerInnen am meisten mit den Klarträumen beschäftigt und haben dann herausgefunden, man kann Sportarten im Traum trainieren und wird dadurch im Wachleben besser. Allgemein Lernen im Traum, das ist immer so ein Thema, das erforscht wird, auch zum Beispiel kreatives Lernen oder Ideenfindungen. Ansonsten hat das vor allem Einfluss auf die Psychotherapie, zum Beispiel Albtraumbekämpfung durch Konfrontation, durch positives Umändern eines Traumes eben im Klartraum. Die Psychologie ist auch sehr stark daran interessiert, um einfach mehr herauszufinden, wie funktioniert Bewusstsein, was geht im Gehirn dabei ab. Und auch die Soziologie, Kulturwissenschaften, alle möglichen Disziplinen beschäftigen sich mit den Träumen, um auch Einflussfaktoren herauszufinden. Wie verhält es sich das mit den Träumen in unterschiedlichen Gruppen? Das war die wissenschaftliche Seite, auf der anderen Seite gibt es die Laien, die haben ganz andere Interessen. Von den Laien wollen die wenigsten Sportarten trainieren, das ist jetzt nicht so das höchste Ziel. Wer kommt auf die Idee, wenn man alles machen kann, komplette Freiheit hat, dann einfach mal was lernen zu wollen? Für die Schule, am besten für die Schule. Die meisten wollen ihre Klar- bzw. Kontrollträume zur Wunscherfüllung einsetzen. Da geht es also um Spaß, da geht es ums Ausleben von Gefühlen, ums Erkunden der Traumwelt, um herum zu experimentieren. Es geht aber auch um Erkenntnis, um Selbsterforschung, Selbsttherapie. Da gibt es spirituelle Aspekte, dann gibt es das ganze Thema einfach als Hobby, als Unterhaltung oder zur Inspiration, zum Beispiel für die Kunst. Und dann findet das Thema, Klarträumen vor allem, aber auch Traumdeutung, sehr stark in Communities, Online-Verbreitung und auch in den Medien wird das verarbeitet, vor allem das Traumargument, was ist, wenn das ganze Leben ein Traum ist. Apropos Medien, da gibt es auch die Idee von verschachtelten Träumen. Gibt es das wirklich? Jein. Es gibt auf jeden Fall falsche Erwachen. Man träumt also, dass man aufwachen würde, aber in Wahrheit träumt man weiter.
Aber diese ganzen Träume im Traum, die haben keine unterschiedlichen Gesetzmäßigkeiten. Auch ziemlich krass, ein Konzept aus dem fernen Osten. Die Buddhisten haben sich schon lange mit Traumyoga beschäftigt und haben das Konzept vom Void oder vom klaren Licht. Die wollen nämlich klarträumen, um am Ende den Traum aufzulösen und hinter den Schleier der Illusion zu blicken. Nun kann man das auch nicht religiös fassen, dieses Konzept. Das ist einfach dann ein bewusster Zustand im Schlaf, nur dass kein Traum stattfindet. Jetzt ist aber die Frage, was findet sonst statt? Manche beschreiben positive Gefühle, dann sagen sie, da herrscht irgendwie ein Licht, aber dann doch kein Licht. Oder Gedanken finden statt, man kann Träume starten und beenden. Das wird vor allem berichtet, wenn sich Leute mit Gewahrsein die ganze Nacht hindurch beschäftigen. Und das wurde einfach noch nicht ausgiebig erforscht. Deswegen bitte alle ForscherInnen, erforscht das mal, ich will das wissen, was mit dem Void ist. Zum Beispiel, in welchen Schlafphasen hat man das Void? Ist das jetzt leichter Schlaf oder was? Oder kann das in jeder Schlafphase verschiedene Voids geben? Sag doch mal. Dann noch zu guter Letzt ein kurzer Ausblick, ob wir uns zu irgendwelchen Cyborgs entwickeln, die ihre Bewusstseine in eine Cloud abspeichern und dort Träume miteinander teilen. Wahrscheinlich schon. Gucken wir mal erstmal auf die kürzere Zukunft. Also aktuell forschen die Leute sehr intensiv an Brain-Computer-Interfaces. Was heißt das? Es ist auf jeden Fall schon gelungen, rudimentäre Bilder aus dem Gehirn zu extrahieren oder zu injizieren. Da ist man noch weit davon entfernt, dass man wirklich Träume aufnehmen könnte oder Träume quasi generieren, dass man, weiß ich nicht, Werbung in den Traum einspielen könnte oder so eine Scheiße. Oder Netflix im Traum. Davon sind wir ewig weit entfernt. Was es auch gibt, ist Traumkommunikation, die über diese Augensignale hinausgeht. Man hat also schon geschafft, mittels Morse-Code-Signalen in den Traum zu kommunizieren und vom Klartraum auch wieder zurück zu kommunizieren. Wenn das noch verbessert wird, wäre es denkbar, dass man wirklich durch technische Hilfsmittel dann doch Shared Dreaming erreichen könnte. Aber auch davon sind wir noch weit entfernt. Was wir sonst noch sehen, ist, dass die Körpervermessung zunimmt. Und wir haben hier Smart Devices, die können mittels Deep Learning selbst bestimmen, in welchen Schlafphasen wir sind. Es gibt Studien dazu, wie gut das schon funktioniert, und es gibt ein paar wenige, zum Beispiel Fitness-Tracker, die tatsächlich brauchbare Schlafphasenmessungen liefern, wenn die Sensoren nicht nur Bewegung, sondern auch die Variation des Herzrhythmus messen und wenn gute Algorithmen verwendet werden. Das Ganze wird in Zukunft sicherlich noch weiter perfektioniert und die wirklich brauchbaren Geräte werden dann irgendwann auch billiger. Und das hat auch positive Auswirkungen auf die Forschung, denn das Kack-Schlaflabor ist ein bisschen unbequem. Wenn man dann Leute in ihrem Schlafzimmer an der Forschung teilnehmen lassen kann, ist es viel besser. Aber auch da stellt sich die Frage, inwieweit die Firmen mit den WissenschaftlerInnen zusammenarbeiten und denen auch Zugriff auf ihre Rohdaten gewähren wollen. Theoretisch möglich wäre auch ein Trend zur Auswertung von Träumen durch Deep Learning, durch Big Data Analysen, aber ich sehe da keinen Trend dafür, weil es eben sehr stark in die Privatsphäre eingreifen würde. Ansonsten kann man sagen, das Bewusstsein für den Schlaf steigt vielleicht ein bisschen, für Schlafhygiene. Das Bewusstsein für allgemein alles steigt. Ja, meditieren wollen die Leute jetzt und sie wollen Simple Living machen, manche zumindest. Und das sind auch nicht nur EsoterikerInnen, sondern das sind auch wirklich Leute, die interessiert sind an Wissenschaft. Aber das alles krankt halt wirklich daran, dass das Klarträumen nicht so leicht zu induzieren ist. Also was bringen die ganzen tollen Resultate, wenn es super aufwendig ist, mehrmals die Woche klar zu träumen? Wir haben jetzt zuletzt, das letzte Wundermittel, das einem vorgeschlagen wurde, waren bestimmte Elektroschocks aufs Gehirn, die erzeugen dann angeblich Klarträume. Wenn man sich die Studien genau anguckt, ist es dann doch nicht so, dass meistens sind dann gar keine Klarträume gewesen. Ich bin skeptisch, ob in Zukunft noch ein Wundermittel kommen wird. Es wird wahrscheinlich eher darauf hinauslaufen, dass man das untersucht, was man schon kennt oder auch ein paar neue Sachen findet, aber im Allgemeinen Sachen kombiniert und dann zu dem Punkt kommt, dass man die Wahrscheinlichkeit für Klarträume erhöht. Wenn ihr gerne in Zukunft noch mehr so Videos haben wollt, ich mache sowieso welche, wenn die aber schneller kommen sollen, wenn ihr mich dabei unterstützen wollt, macht's gerne. Ihr wisst ja Bescheid, wie es funktioniert, Patreon, PayPal oder einfach das Video teilen. Das hilft auch schon. Würde mich freuen und dann, ja, jetzt könnt ihr euch endlich hinlegen und schlafen und das alles anwenden, was ich jetzt erzählt habe. Naja, vielleicht nicht die Parasomnien, also muss nicht unbedingt sein.